Hallo, mein Name ist Sven Braun, ich bin momentan Tutor in FOP und ich stelle Ihnen heute die achte Hausübung aus dem letzten Jahr vor, in der es hauptsächlich um Generics ging. Da Generics kein super einfaches Thema ist, wenn man damit anfängt und das aber für die Klausur sehr, sehr wichtig ist, also es gab bisher eigentlich immer mindestens eine Aufgabe dazu, gehe ich nochmal kurz darauf ein, was Generics überhaupt sind und wie man die hier verwendet. Und da gucken wir jetzt uns kurz die Folien nochmal dazu an. Also hier in den gesamten Aufgaben soll man generische Methoden erstellen, nicht generische Klassen. Das heißt, die Klasse selbst ist ganz normal, nur die Methoden sind generisch. Die skippt man einfach an, indem man die Typparameter nach den Modifiern der Methode schreibt, also hier den Access Modifier und dann der Typparameter. Damit kann man auch bei der Rückgabe bereits diese Typparameter verwenden. Und der Hauptgrund, dass man die verwendet, ist, dass man halt bestimmte Funktionalitäten implementieren will, die man nicht nur für eine konkrete Klasse machen kann, sondern die für sehr viele Klassen Sinn ergeben. Also zum Beispiel das Sortieren einer Liste oder so. Das will man nicht nur für Listen des Typs String oder so machen oder für Listen des Typs Integers, sondern das will man für jede mögliche Liste machen, die deren Elemente halt irgendwie vergleichbar sind, damit man sie sortieren kann oder in eine Ordnung bringen kann. Hier sei auf die Ordnungsrelation verwiesen, die dafür notwendig ist, aber das ist Teil der Mathematik und nicht Teil der FOP. Und deswegen hat man eben diese Typparameter, damit man die Methoden so allgemein wie möglich schreiben kann, damit man eben die Funktionalität nur ein einziges Mal allgemein implementieren muss und sie dann aber für ganz verschiedene Fälle verwenden kann. Jetzt in der H1 geht es allerdings um eingeschränkte Typparameter. Das heißt, die Typparameter oder die Klassen, die dann die Typparameter instanziieren, die müssen noch bestimmten Bedingungen folgen. Das gibt man mit diesem Extends oder mit dem Super an. Und warum man das macht, ist, dass man im Methodenbody auf bestimmte Funktionalität zugreifen will. Also wenn ich zum Beispiel eine Liste sortieren will, dann muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass die Elemente dort drin auch vergleichbar sind, damit ich sie in eine Ordnung bringen kann. Das heißt, zum Beispiel fordert man dann an den Typparameter an, dass er das Interface Comparable implementiert, denn genau dafür wird dieses Interface im Prinzip genutzt. Jetzt in der ersten Aufgabe kriegen wir drei Array-Listen, also einfach Listen, die mit Arrays implementiert sind, übergeben und sollen die Elemente der ersten beiden Listen in die dritte Liste einfügen und die dadurch entstehende Liste zurückgeben. Und dabei soll die Methode für ein Maximum von kombinatorischen Möglichkeiten funktionieren. Das deutet bereits darauf hin, dass wir da eventuell Wildcards, also dieses Fragezeichen Extends oder dieses Fragezeichen Super brauchen. An welcher Stelle man Extends und an welcher Stelle man Super schreiben soll, dazu gibt es hier diesen schon über 10 Jahre alten Stack Overflow Beitrag, der das meiner Meinung nach wirklich super gut erklärt. Das habe ich auch nochmal verlinkt. Also da wird erklärt, dass da wird zwischen Consumer und Producer unterschieden. Bei einem Consumer, also da, wo man Elemente reinschreibt, da kann man das super hinschreiben, weil man auch in eine Liste eines höheren Typs in der Klassenhierarchie Elemente eines niedrigeren Typs in der Klassenhierarchie speichern kann. Wenn wir hingegen irgendwas mit den Elementen in unserer Collection, also jetzt zum Beispiel die ArrayList machen wollen, also darauf lesen, zugreifen wollen, dann verwendet man Extends, weil auch Subklassen, also wenn wir jetzt irgendwie den generischen Typ T haben, dann lassen wir auch ArrayListen von einem Subtyp von T zu, weil die Methoden, die T hat, auch haben und wir die auch wie Objekte des Typs T behandeln können. Also das haben wir ja auch schon oft gesehen, dass wir die auch, wenn wir irgendwie zum Beispiel ein Objekt der Klasse Integer haben, dann können wir das auch einer Referenz der Klasse Number zuweisen, also dieser dynamische und statische Typ. Das ist hier eigentlich genauso.
Ja, wie gesagt, also gerade die ersten beiden Antworten, die hier gegeben werden und auch teilweise die Kommentare dazu, die erklären das nochmal wahrscheinlich deutlich besser als ich. Und die haben auch mir damals sehr geholfen, das nachzuvollziehen. Dann kommen wir nun zu der Implementation. Aus der Aufgabenstellung konnten wir bereits entnehmen, dass die drei Array-Listen nur von einem generischen Typ abhängig sein sollen, den wir jetzt hier einfach an den Anfang schreiben. Also den nennen wir jetzt, um uns dann von den weiteren Aufgaben etwas abzusetzen, weil das ist einfach nur ein Name, den nennen wir jetzt mal nicht T, sondern einfach zum Beispiel V. Und es war auch schon die Rede davon, dass wir eine Array-Liste wieder zurückgeben sollen. Das heißt, da müssen wir auch noch ergänzen. Die ist auch von unserem generischen Typen V abhängig. Und nun könnte man jetzt hier auch einfach überall V hinschreiben. Das würde dann auch funktionieren. Also wir können natürlich Elemente des Typs V in der Array-Liste des Typs V einfügen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, greifen wir auf die ersten beiden Listen nur lesend zu. Also wir kopieren die Elemente, die da drin sind. Weswegen wir ja auch Subtypen von V zulassen können. Weil ein Subtyp von V ist ja auch ein V. Einfach Klassenhierarchie. Weswegen wir hier, also sowohl bei der Input-List 1 als auch bei der Input-List 2, Fragezeichen extends V schreiben können. Dann gibt es jetzt zum Einfügen in die Output-List. Gibt es die praktische Methode add all? Und auch hier steht nochmal das, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Die lassen hier auch eine Collection, also das ist einfach irgendeine Sammlung an Elementen. Das kann eine Array-List, eine Linked-List, eine Hash-Map, alles Mögliche sein. Lassen die auch vom Typ Fragezeichen extends V zu, weil eben Subtypen von V auch V sind. Und deswegen wir die auch in einer Array-List vom Typ V abspeichern können. Und hier können wir jetzt zum Beispiel erstmal die Input-List 1 einfügen. Und anschließend die Input-List 2. Wenn man sich jetzt nochmal die Java-Doc zu addAll anguckt, dann stellt man fest, dass die eine Null-Pointer-Exception wirft, wenn die übergebene Collection null ist. Das heißt, das überprüfen wir noch ganz schnell, damit wir nicht unnötig Null Pointer Exceptions werfen. Setzen das also noch in einen if not null Block. Und hier nicht Output List, sondern Input List. Und genauso und dann geben wir einfach die Output-List zurück und sind dann auch schon fertig. Wir haben jetzt hier nicht überprüft, ob die Output-List auch null ist, aber das müsste man eigentlich noch machen, sonst wird halt die Null-Pointer-Exception geworfen. Aber darauf verzichten wir jetzt, weil wir davon ausgehen, dass beim Testen mit richtig initialisierten Array-Listen gearbeitet wird. Zum Testen, also für die letzte Aufgabe, habe ich hier drei verschiedene Array-Lists erstellt. Die First-List ist dabei vom Typ Integer, oder ist mit Integer instanziiert, die zweite mit Double und die dritte ist Obertyp der beiden, also Obertyp von Integer und Double, einfach mit Number. Habe denen dann jeweils ein paar Elemente hinzugefügt. Dann habe ich hier noch in die erwartete Liste die Elemente, die ich vor oben schon hatte, auch noch hinzugefügt und dann hier mit einem assert array equals einfach eine der Methode von JUnit kann man nachgucken in der Dokumentation die beiden Arrays miteinander verglichen. Also um genau zu sein, habe ich die Array-Listen noch in ein Array umgewandelt mit diesem Punkt toArray, hier den Methodenaufruf und dann auch darauf nochmal auf das Ergebnis Punkt toArray aufgerufen und überprüft, ob die beiden gleich sind und wie zu erwarten, kommt dabei natürlich true raus. Dann kommen wir nun zu den weiteren Aufgaben, also zu H2 bis H6.
Und da geht es hauptsächlich oder eigentlich nur noch um Binärbäume mit generischen Operationen. Und deswegen ist es erstmal relativ wichtig zu klären, was überhaupt ein Binärbaum oder ein Baum überhaupt ist. Das wird jetzt hier wird es eingeführt als spezieller Graph mit einer Knotenmenge und einer zweistelligen Relation E. Und es gibt Kanten zwischen den einzelnen Knoten. Also das ist natürlich richtig und dazu lernen wir oder lernen Sie in der AOD auch noch viel, viel mehr. Aber das ist jetzt nicht die anschaulichste Erklärung von Binärbäumen. Da hilft diese Abbildung. Und zwar gibt es einmal eine Wurzel. Oh, also die steht ganz oben. Und jetzt kommt der Name Binärbaum ins Spiel. Und zwar kann jeder Knoten, also das hier ist ein Knoten, das ist ein Knoten, das ist ein Knoten, der kann bis zu zwei Kinder haben, deswegen binär für zwei. Also der hat in dem Fall hat er ein linkes Kind, das heißt left, ein rechtes Kind, das heißt right, und das linke Kind hat wieder ein linkes Kind, das heißt dann L left, das rechte Kind R left. Wenn Ihnen diese Erklärung von Binärbäumen bereits ausreicht, dann können Sie jetzt einfach zum Beginn der Aufgaben springen, denn viel mehr braucht man für das Verständnis der Hausübung eigentlich nicht. Wenn Sie aber noch ein bisschen mehr zu Binärbäumen wissen wollen, dann kommt jetzt noch ein kleiner Exkurs über Grundbegriffe zu Binärbäumen. In diesem binären Baum stehen jetzt Zahlen, das ist aber eigentlich relativ egal für die Aufgabe, also das ist hier auch nicht der Fall. Da hat ja jedes Element oder jeder Tree-Node-Binary hat ja ein Attribut namens Class, da steht da halt statt einer Zahl eine Klasse. Und noch ein Attribut mit einer ArrayList. Ich habe jetzt hier einfach Zahlen verwendet, weil es das insgesamt übersichtlicher macht, als hier jetzt irgendwie nach Klassennamen oder so anzudeuten. Und für diejenigen, die es interessiert, das ist sogar ein binärer Suchbaum, weil die hier sortiert sind. Also das heißt in dem Fall, dass immer der das links kleiner ist. Also im Prinzip haben wir diese Relation. Links ist kleiner als das und das ist kleiner als das. Und das gilt natürlich an jeder Stelle. Also wie gesagt, das ist die Wurzel. Das ist in dem Fall unser Einsprungpunkt bei den nächsten Aufgaben. Also wir fangen immer bei der Wurzel an und arbeiten uns dann irgendwie nach unten vor. Also haben wir so Referenzen auf das linke und auf das rechte Kind. Die in der Vorlage heißen die einfach left und right. Hier unten und hier und hier. Das sind sogenannte Blätter oder in dem Fall Halbblätter. Also das zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie keine Nachfolger oder bei Halbblättern nur einen Nachfolger haben. Und das heißt, wenn das hier in unserer Java-Umsetzung ist, das ja ein Tree-Node-Binary. Und dass das keine Kinder hat, wird einfach dadurch gekennzeichnet, dass hier im Prinzip für das linke und für das rechte Kind jeweils Null steht. Dann kommen wir nun zu den konkreten Aufgaben. Ich habe mich diesmal entschieden, die von hinten nach vorne zu bearbeiten, weil die in der Schwierigkeit ehrlich gesagt von hinten nach vorne ansteigen. Also die letzte Aufgabe ist die einfachste und dann wird es immer ein bisschen schwieriger und aufwendiger. Das sieht man auch an der Punkteverteilung. Gut, dann zu der Aufgabe H2.5. Dort geht es darum, dass wir einfach eine Referenz auf die Wurzel übergeben bekommen, so wie in jeder anderen Aufgabenstellung auch. Und wir sollen einfach die Anzahl der Knoten in dem Baum als Int zurückgeben. Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Wege, aber ein relativ einfacher Weg ist, dass wir ja, also wir fangen wie gesagt immer von hier oben an und man kann das Ganze rekursiv lösen. Und zwar ist das hier ja auch wieder ein Baum, genauso wie das hier. Das heißt, wir können einfach rekursiv die Methode aufrufen, einmal für den Baum, der die 15 als Wurzel hat. Und einmal, der die 42 als Wurzel hat, also das linke und das rechte Kind unserer Wurzel.
und einfach plus 1 rechnen, weil wir ja diesen Knoten auch noch mitzählen müssen. Das ist so die Idee dahinter. Gut, dann setzen wir das jetzt schnell um. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Und zwar, wann die Rekursion stoppt. Und zwar stoppt in unserem Fall einfach die Rekursion, wenn der aktuelle Knoten null ist. Weil dann hat er sicherlich auch keine Nachfolger mehr und wird auch nicht mehr selbst mitgezählt, weil das ist ja kein richtiger Knoten mehr. Das ist ja nur noch null. Das heißt, das ist unsere Abbruchbedingung, sozusagen unser Rekursionsanker, damit die Rekursion auch irgendwann vorbei ist. Deswegen ist die Methode eigentlich auch sehr kurz. Und zwar müssen wir einfach nur kurz überprüfen, ob das gegebene Element eben nicht null ist. Wenn das der Fall ist, dann returnen wir 1 plus Aufruf der Methode jetzt auf den linken Teilbaum, also root.left plus Aufruf der Methode auf den rechten Teilbaum. Also vergeben wir hier jetzt root.right Punkt und dahin. Genau, und wenn das eben doch null gewesen ist, dann returnen wir halt einfach 0, weil null ist ja ein richtiger Knoten. Dann kommen wir nun zur H2.4. Dort geht es darum, dass man nach einer bestimmten Klasse sucht in dem Baum. Und zwar fangen wir wieder bei der Wurzel an und gehen so lange den Baum durch oder in den Knoten gehen wir die Array-Listen durch und überprüfen, ob irgendwo ein Objekt des übergebenen Klassentyps vorhanden ist. Und falls das so ist, dann sollen wir True zurückliefern und sonst False. Dazu sollen wir wahrscheinlich dann diese Methode hier benutzen. Also wir kriegen ja ein Klassenobjekt übergeben. Also das ist ein Objekt der Klasse Class. Und dieses hat eine Methode namens isInstant, die man halt ein Objekt übergibt und die dann einen Boolean-Wert zurückgibt und überprüft, ob das übergebene Objekt eine Instanz dieser Klasse ist. Wie bei allen anderen Aufgaben müssen wir hier auch rekursiv vorgehen, weil wir überprüfen ja erst in der Wurzel, ob da ein Element vorhanden ist. Und wenn nicht, müssen wir ja noch gucken, ob das linke Kind, also Left, ob dort ein Objekt der Klasse vorhanden ist und gehen dann da weiter rekursiv vor und rekursiv vor. Und wenn im ganzen linken Teilbaum kein Objekt gefunden wurde, dann gucken wir halt noch im rechten Teilbaum vorbei und gucken, ob wir da ein entsprechendes Objekt finden können. Da wir ja wieder mit Rekursion arbeiten, müssen wir wieder eine Abbruchsbedingung formulieren. Und wie sonst auch überprüfen wir einfach, ob der übergebene Knoten, der jetzt hier root einfach heißt, ob der 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann kann ja hier in der Array-Liste kein Objekt der Klasse vorhanden sein. Das heißt, wir können dann einfach direkt false zurückgeben. Sonst müssen wir jetzt in der Array-Liste, die heißt Keys, nach einem entsprechenden Objekt suchen. Dazu überprüfen wir erstmal, ob die Array-Liste nicht 0 ist. Also root ist ja das aktuelle Objekt. Und Keys heißt die Array-Liste. Das heißt, wir prüfen, wenn die nicht 0 ist, dann können wir die durchgehen und nach einem Objekt suchen. Dann können wir jetzt wieder eine erweiterte For-Schleife benutzen. Und zwar ist die vom Typ generischen Typ T. Das aktuelle Objekt nennen wir einfach Core für Current und wir iterieren über root.keys. Jetzt können wir für jedes einzelne Objekt prüfen, ob das ein Objekt der gegebenen Klasse ist. Wie gesagt, verwenden wir die Methode isInstance.
Hier ist Instance, hier sieht es auch nochmal, determines if a specified object is assignment compatible with an object represented by this class. Genau, das ist das dynamische Äquivalent des Instance of. Also auch ein Subtyp von der Klasse kann man ja dem zuweisen. Das heißt, auch dann gibt die Methode true zurück, das ist aber eigentlich auch gut so, das wollen wir auch so. Dann übergeben wir jetzt einfach das aktuelle Objekt, das heißt current. Das gibt ja ein Boolean zurück. Und wenn der wahr ist, der zurückgegebene Boolean, dann können wir ja direkt auch wahr zurückgeben, weil dann haben wir ja ein entsprechendes Objekt gefunden. Dann returnen wir true. Und sonst müssen wir halt die Liste weiter durchgehen. Die Array-Liste weiter durchgehen. Weil es könnte ja sein, dass irgendwie ganz am Ende der Array-Liste noch ein entsprechendes Objekt vorhanden ist, das also ein Objekt der übergebenen Klasse ist. So, wenn wir dann diese Vorschleife hier durchgelaufen sind und kein Objekt gefunden haben, dann müssen wir jetzt noch rekursiv überprüfen, ob im linken oder im rechten Kind das vorhanden ist. Das heißt, erstmal rufen wir dieselbe Methode, also wieder find elem of type mit dem linken Kind auf und den Type, also die Klasse, lassen wir einfach so. Aber wir können jetzt nicht direkt einfach das zurückgeben, weil angenommen hier würde false rauskommen, dann würden wir ja direkt false zurückgeben, obwohl es noch sein könnte, dass im rechten Teilbaum ein Objekt der entsprechenden Klasse, vor allem der Klasse Type, vorhanden ist. Das heißt, hier müssen wir auch wieder prüfen, wenn das true zurückgegeben hat, dann haben wir ja eins gefunden, da können wir auch weiterhin true zurückgeben. Und wenn nicht, dann müssen wir jetzt noch im rechten Teilbaum gucken. Und da es aber sonst keine anderen Möglichkeiten gibt, können wir hier einfach direkt das Ergebnis von der Methode zurückgeben. Also man könnte auch das hier wieder in if-Konstrukt reinmachen. Und wenn beide if-Konstrukte nicht true zurückgegeben haben, false zurückgeben. Aber so ist es ein bisschen kürzer. Dann kommen wir nun zur H2.3. Da soll man den ganzen Baum durchgehen, wieder von der Wurzel aus. Und man soll eine Array-Liste zurückliefern, in dem sich alle Elemente aller Array-Listen aller Knoten befinden. Also wenn jetzt das hier unser Baum ist, dann hat ja jeder Baum eine Array-Liste. Also hier diese Keys. Und wir sollen von jedem einzelnen Knoten die gesamte Array-Liste zurückgeben. Also alle Elemente in diese Array-Liste zurückgeben. Und die in einer einzigen riesengroßen Array-Liste speichern. Und diese riesengroße Array-Liste zurückgeben. Das heißt, diese neue Array-Liste soll die Elemente haben, die sowohl in der Array-Liste dieses Knoten, als auch dieses Knoten, als auch dieses Knoten, also von allen Knoten ist. Und auch da können wir wieder rekursiv vorgehen. Wir fangen ja bei der Wurzel an. Wir fügen erstmal alle Elemente in seiner Array-Liste, der neuen Array-Liste hinzu. Wenn wir das gemacht haben, machen wir dasselbe für den linken Teilbaum. Also selbiges Vorgehen, also wir rufen die gleiche Methode auf. Machen das auch hier, machen das auch hier, machen das auch hier. Liefern das zurück, fügen das dann der Gesamt-Array-Liste hinzu. Rufen dann nochmal die Methode für den rechten Teilbaum auf. Dann wird es auch hier gemacht. Hier wird eigentlich schon eine sehr große Array-Liste zurückgegeben. Dann werden alle Elemente, die in dieser Array-Liste, die von hier kamen, werden hier der Array-Liste hinzugefügt und dann wird die Gesamt-Array-Liste zurückgegeben. Dann kommen wir jetzt zur Implementation des Ganzen. Dazu legen wir zuerst einmal eine neue Array-Liste an, die generisch ist, und zwar vom Typ T, damit wir da auch alles drin speichern können. Nennen wir einfach mal List.
Rufen den Konstruktor auf, also new ArrayList. Hier könnten wir jetzt die Diamantschreibweise verwenden, aber der Vollständigkeit halber schreiben wir das T einfach noch mit rein. Dann formulieren wir wieder die Abbruchbedingungen für die Rekursion und überprüfen, ob der aktuell betrachtete Knoten 0 ist. Oder wenn das der Fall ist, dann können wir ja nicht weiter runtergehen. Und auch der Knoten hat natürlich keine Array-Liste und somit auch keine Elemente, die wir noch hinzufügen müssten. Wir können also einfach direkt gerade eben erstellte Liste zurückgeben. Ja, natürlich nicht List, sondern Root. Wir wollen alle Elemente der Array-Liste des aktuellen Knotens hinzufügen. Das heißt, wir überprüfen, ob die Keys nicht 0 sind, weil dann können wir ja die Elemente hinzufügen. Und rufen hier die praktische Methode addAll auf und können dann einfach alle Elemente von Keys der Liste hinzufügen. Da fehlt natürlich der Zeiger auf das Objekt. So, anschließend, weil wir Rekursion verwenden wollen, machen wir das gleiche für den linken und für den rechten Teilbaum. Das heißt, wir rufen rekursiv die Methode noch einmal auf, nur dass wir jetzt nicht root, sondern root.left übergeben und das Ganze nochmal dann gleich mit root.write und fügen alle Elemente, die hier zurückgegeben werden, auch dieser Liste hinzu. Das heißt list.addAll und dann das, was hier zurückgegeben wurde. Und dasselbe nochmal mit, ja, eigentlich können wir es auch kopieren. Dasselbe nochmal mit dem rechten Teilbaum. Und anschließend müssen wir nur noch die so erzeugte Liste zurückgeben. Also Return List. Dass wir diese beiden Schritte hier überhaupt ausführen können, liegt daran, dass hier in der Deklaration sowohl das linke als auch das rechte Kind mit Fragezeichen Extends T parametrisiert sind, was dafür sorgt, dass die Array-Liste, die dann im Left oder im Right Child drin steht, entweder T oder ein Subtyp von T ist und somit auf jeden Fall in eine Array-Liste vom Typ T einfügbar ist, also die Elemente. Dies steht auch in der Aufgabenstellung, denn hier steht, dass wir beachten sollen, dass der Baum gemäß der Hierarchie der Klassenstruktur aufgebaut ist. Also, dass die Wurzel die Oberklasse aller anderen Klassen der Knoten nutzt. Ja, und die Blätter Unterklassen der Wurzel als auch aller Klassen der Knoten nutzt, die auf dem Weg zu den Blättern traversiert werden müssen. Also das bedeutet einfach, dass wir hier, wenn hier das der Typ T ist, dann steht hier ein Subtyp von T oder T selbst, genauso wie hier. Und also machen wir hier mal U, weil das nach T kommt und hier meinetwegen X. Und auch dieser Knoten ist ein Subtyp von dem. Das heißt, hier kommt zum Beispiel das V hin. Und die können natürlich auch völlig unterschiedliche Subtypen sein. Also es könnte auch sein, dass hier nicht V steht, sondern ein anderer Subtyp, der zum Beispiel jetzt einfach NV für nicht V heißt, aber der trotzdem ein Subtyp von U ist, weshalb wir die Elemente, die hier in der Array-Liste stehen, trotzdem in die Array-Liste des Typs U
die hier erstellt wird bei der Rekursion, bei dem Rekursionsaufruf der Methode für diesen Knoten, wird diese Elemente trotzdem dort einfügen können. Dann kommen wir nun zur H2.2. Dort geht es darum, dass wir die Methode insertElem implementieren soll, die eine Arrayliste übergeben bekommt und einen Verweis auf die Wurzel des Baumes. Und wir sollen alle Elemente in der Arrayliste in die entsprechenden Arraylisten der Knoten, die Keys heißen, sollen wir einfügen, wenn das möglich ist. Die übergebene Arrayliste ist vom Typ Object, deswegen steht hier nur Fragezeichen. Das heißt, wir können uns nicht sicher sein, von welchem Typ die einzelnen Elemente tatsächlich sind. Dies müssen wir gleich noch überprüfen. Dazu gibt es die Methode class.isInstance, die ein Objekt übergeben bekommt. Also wir haben ein Klassenobjekt einer Klasse. Das heißt, das ist ein Objekt, das die Klasse repräsentiert. Und dort können wir die Methode isInstance aufrufen und dieser ein Objekt übergeben. Und die gibt dann einen Boolean zurück, ob dieses übergebene Objekt entweder genau der Typ ist von dieser Klasse oder ein Subtyp davon. Und dass wir die nutzen sollen, erkennt man unter anderem daran, dass wir hier eben dieses Klassenobjekt bereits gespeichert haben, auf das wir mit GetType zugreifen können oder einfach direkt zugreifen können, weil das public ist. Wenn dies der Fall ist, dann können wir ja das Objekt in diese Arrayliste einfügen, weil wir uns dann sicher sein können, dass das Objekt entweder ein T oder ein Subtyp von T ist und deshalb in eine Arrayliste des Typs T einfügbar ist. Dann fangen wir zunächst einmal damit an, dass wir überprüfen, dass die übergebene Arrayliste nicht 0 ist, weil wenn das der Fall ist, dann sind wir ja bereits fertig. Also wenn sie 0 ist, dann können wir einfach direkt wieder aufhören, weil dann ist ja nichts zu tun. Dann die Abbruchbedingungen für die Rekursion, weil wir ja wieder mal den ganzen Baum durchgehen, starten bei der Wurzel. Gehen dann, wenn wir bei der Wurzel alle Elemente, die möglich sind, eingefügt haben, gehen wir weiter in den linken Teilbaum und gucken, ob wir das da einfügen können. Und wenn wir den abgehandelt haben, gehen wir in den rechten Teilbaum. Aber damit wir an irgendeiner Stelle auch aufhören können, also zum Beispiel bei den Blättern oder so, müssen wir halt überprüfen, ob das aktuell behandelte TreeNodeBinaryLevel-Objekt, das jetzt hier einfach Root heißt, ob das 0 ist. Weil wenn dies der Fall ist, dann sind wir ja auch fertig, weil in solch ein Objekt da können wir ja schlecht in die Arrayliste was einfügen, weil die ja gar nicht vorhanden ist. Ja, nicht 0 gleich 0, Root gleich 0. Da wird es ja, weil wir hier eine Arrayliste von Object haben, für jedes einzelne Element überprüfen müssen, ob wir das der Keys Arrayliste hinzufügen können. Können wir über die gesamte Arrayliste mit einer Vorschleife drüber iterieren und jedes Objekt da drin einzeln behandeln. Das heißt, wir verwenden hier eine erweiterte Vorschleife. Da hier ja Fragezeichen sind, können wir nur uns sicher sein, dass es mindestens vom Typ Object ist. Deswegen haben wir das hier so stehen. Und nun überprüfen wir, ob das aktuelle Objekt entweder T oder Subtyp von T ist, indem wir hier auf das Class-Object zugreifen. Also root.getType. Und hier rufen wir jetzt die isInstance-Methode auf. Und übergeben der entsprechend Object. Wenn diese True zurückgegeben hat, wissen wir, dass wir das in die Arrayliste des Typs T einfügen können. Zu dem aktuellen Zeitpunkt können wir uns aber noch nicht sicher sein, ob die Arrayliste tatsächlich auch initialisiert wurde. Das heißt, wir müssen noch überprüfen, ob
root.keys. Gleich Nulles, weil wenn das der Fall ist, müssen wir eine neue ArrayListe anlegen, weil wir haben ja noch keine. Hier wird jetzt standardmäßig der Diamant-Operator vorgeschlagen. Der Vollständigkeit halber schreiben wir das T einfach noch mit rein. Und jetzt, wo wir sichergestellt haben, dass da eine ArrayListe vorhanden ist, können wir dieses Element auch einfügen. Also root und keys. Und diese ArrayListe hat eine sogenannte add-Methode. Und können jetzt das entsprechende Object einfügen. Hier wird jetzt erstmal noch ein Fehler angegeben, weil diese Add-Methode ein entsprechendes Objekt des Typs T oder einen Subtyp von T erwartet, aber Object ja ein Typ, also Object, Klein Object ist ja ein Objekt der Klasse GroßObject. Das heißt, wir müssen hier noch downcasten zum Typ T, was wir aber auf jeden Fall machen können. Das führt zu keinem Fehler, weil wir das ja hier überprüft haben und es nur dann machen, wenn diese isInstance-Methode true zurückgeliefert hat. Wenn das einen sehr stört, dass das hier trotzdem als unchecked cast markiert wird, obwohl das eigentlich tatsächlich nicht der Fall ist, dann kann man einfach hier draufklicken und ein Suppress Warnings dahin machen. Dann wird das nicht mehr angemeckert. Anschließend machen wir selbiges Vorgehen noch für den linken und für den rechten Teilbaum. Das heißt, wir rufen rekursiv die Methode auf und übergeben jetzt einmal das linke Kind mit dem Array und dann nochmal genauso mit dem rechten Kind. Dann kommen wir nun zur H2.1. Dort geht es darum, dass wir einen Baum transformieren. Also konkret bekommen wir eine Wurzel übergeben des Typs TreeNodeBinary. Und wir sollen diesen Baum, den wir da bekommen haben, umwandeln in einen Baum des Typs TreeNodeBinaryLevel. Und dabei sollen wir jeden einzelnen Knoten um eine Information ergänzen, und zwar die Höhe des Knoten im Baum. Hier die Wurzel hat Höhe 0, die Kinder Höhe 1, Höhe 2 und hier ist Höhe 3 und dann ist es auch bei der Höhe schon zu Ende, weil weiter nach unten geht es ja nicht. Also konkret sollen wir einen Knoten vom Typ TreeNodeBinary einfach in einen Knoten vom Typ TreeNodeBinaryLevel umwandeln und dabei die Gesamtstruktur des Baumes erhalten. Das heißt, dieses Attribut, also die Keys, können wir einfach übernehmen. Genauso die Class und den Zeiger auf das linke und rechte Kind, den müssen wir halt ersetzen, weil hier wird auf TreeNodeBinary verwiesen und hier wird natürlich auf TreeNodeBinaryLevel verwiesen. Also da müssen wir noch eine Kleinigkeit ändern und zusätzlich müssen wir die Informationen über die Höhe oder die Tiefe des aktuell betrachteten Knotens noch hinzufügen. Die konkrete Idee hierbei ist jetzt, dass wir bei der Wurzel, die wir ja übergeben bekommen, anfangen, die in ein TreeNodeBinaryLevel-Objekt umwandeln oder ein neues Objekt erstellen und halt die Informationen übernehmen. Von der Wurzel wissen wir, dass die Höhe 0 hat. Das können wir dann einfach ergänzen. Und dann rufen wir die Methode rekursiv auf, einmal für den linken und für den rechten Teilbaum. Und müssen dabei ja irgendeine Information hinzufügen, dass wir jetzt die Höhe nicht mehr bei 0 haben, sondern bei 1. Das heißt, wir müssen einen zusätzlichen Parameter beim Methodenaufruf übergeben, den wir zum Beispiel Current Level oder so nennen können, also die aktuelle Höhe. Die müssen wir bei jeder Stufe um 1 erhöhen. Das heißt, wir brauchen eine Hilfsmethode, weil die Methode, die wir eigentlich implementieren sollen, TransformTree, dort wird immer nur
ein Parameter übergeben, also der Verweis auf das jeweilige Tree-Node-Binary. Aber wir wollen ja zusätzlich noch die Informationen über die Höhe übergeben. Dann fangen wir einfach mal damit an, diese Hilfsmethode zu schreiben. Die ist genauso wie die eigentliche Methode natürlich static, weil sonst könnte die Static-Methode nicht die, kann eine Nicht-Static-Methode nicht aufrufen. Die ist natürlich auch mit t parametrisiert und gibt genauso ein Tree-Node-Binary-Level-Objekt oder Referenz zurück und wir nennen sie einfach Transform Recursively, weil die rekursiv arbeitet. Wir geben dann genauso einen Verweis auf ein Tree-Node-Binary-Objekt. Das nennen wir jetzt mal nicht Root, sondern einfach Ur-Elem für Current Element oder so. Und wir brauchen noch einen Integer-Parameter, den wir jetzt als Höhe bezeichnen. Dann können wir hier einfach die gerade eben erstellte Methode aufrufen. Übergeben natürlich die Root. Und als Höhe nehmen wir 0, weil die Root soll ja eine Höhe von 0 haben. Dann brauchen wir jetzt hier eine Abbruchbedingung, damit, wenn wir in einem Blatt angekommen sind, wir nicht auf, also wir entweder keine Null Pointer Exception werfen und damit halt der Aufruf irgendwann vorbei ist und wir dann noch in den rechten Teilbaum gehen können, da das umwandeln können und dann insgesamt fertig sind, brauchen wir irgendeine Art Abbruchbedingung. Am einfachsten ist es einfach zu überprüfen, ob das aktuell betrachtete Element, also der aktuelle Verweis, 0 ist, weil wenn das der Fall ist, können wir einfach ebenfalls 0 zurückgeben. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir ein neues Tree-Node-Binary-Level-Objekt erstellen, weil wir wollen ja das übergebene Tree-Node-Binary-Objekt in Tree-Node-Binary-Level umwandeln. Stellen also erstmal natürlich auch mit t parametrisiert. Das nennen wir jetzt einfach mal new elem. Dem Konstrukt übergeben wir natürlich, also der will ja den Type bekommen. Und da unser Tree-Node-Binary auch einen Type hat, können wir den einfach übergeben und zufrieden sein. Dann ist der Type hier auch bereits gesetzt. Die Array-Liste können wir wie gesagt einfach kopieren. Also newElem.keys ist gleich. Und die Höhe können wir auch bereits setzen, also das Current Level. Das setzen wir einfach auf die übergebene Höhe. Und jetzt brauchen wir die rekursiven Aufrufe für den linken und für den rechten Teilbaum, weil Left und Right können wir so erstmal noch nicht setzen, weil die Objekte haben wir ja noch nicht. Die müssen wir ja erst noch umwandeln. Also wir können schlecht einfach die beiden bei unserem neuen Objekt setzen, weil das sind Objekte vom Typ Tree-Node-Binary. Und hier wollen wir aber Objekte vom Typ Tree-Node-Binary-Level. Das heißt, wir müssen erst die Rekursion weiter unten, muss erst fertig gelaufen sein. Und damit wir die als neue Kinder im Prinzip setzen können. Das heißt, wir brauchen nun den rekursiven Aufruf. Einmal für links und einmal für rechts und können dann das, was da zurückgegeben wird, weil die Methode gibt ja eine Referenz auf ein Tree-Node-Binary-Level-Objekt zurück. Wenn wir jetzt den linken Teilbaum fertigstellen wollen, dann gibt er ja das linke Kind sozusagen in neuer Form zurück. Das können wir dann auch gleich einfach setzen. Also Punkt
Left setzen wir auf jetzt die rekursive Aufruf. Dabei erhöhen wir die Höhe um 1, weil wir ja jetzt in den Kindknoten hinabsteigen, der um eine 1 erhöhte Höhe hat. Nicht Transform Tree, Transform Recursively natürlich. Dasselbe machen wir jetzt für das rechte Kind. Ersetzen also einfach Left is Right, weil mehr ändert sich nicht. Und hier hinten natürlich auch. Dann sind wir fertig. Na gut, noch nicht ganz. Wir müssen natürlich noch das aktuelle Objekt zurückgeben. Also hier fehlt noch ein Return und dann New Element. Ja, und hier fehlt auch noch ein Return. Weil wir wollen ja das, was hier zurückgegeben wird, noch insgesamt zurückgeben und dann haben wir den gesamten Baum transformiert und geben dann die Referenz auf die neue Wurzel zurück. Nun sind noch Tests für die jeweiligen Aufgaben zu erstellen. Diese sollen wir in einer selbstgestellten Klasse Student-Tests schreiben. Zum Testen habe ich diesen kleinen rudimentären Baum gebaut. Wir haben hier eine Wurzel, ein linkes und rechtes Kind und das linke Kind hat auch nochmal eine Wurzel. Und das sind auch die Namen, die ich für die verschiedenen Referenzen im Code genommen habe. Das ist ja, also das ist eher weniger interessant, das jetzt nochmal aufzuschreiben. Die Wurzel ist dabei, hat dabei Number als Type. Also das ist unsere Oberklasse. Das linke Kind hat Integer als Type, das rechte Kind Double. Und das linke Kind vom linken Kind, also L Left, hat auch Integer als Type. Und um die Struktur des Baums herzustellen, habe ich hier noch die entsprechenden Attribute richtig gesetzt. Also wir haben root.left zeigt es auf das linke Kind, root.right auf das rechte Kind. Und das linke Kind hat lleft als linkes Kind. Und weil wir ja genau 4 Knoten haben, sollten hier auch genau 4 zurückgegeben werden bei der beim Aufruf der Methode Number of Nodes. Das ist auch der Fall. Für die restlichen Tests habe ich mehr oder weniger das kopiert, was wir schon unten dastehen hatten. Nur habe ich noch die Array-Listen konkret instanziiert und denen noch ein paar Elemente hinzugefügt. Und das Current-Level-Attribut haben wir auch noch richtig gesetzt. Also Root hat Höhe 0, die Kinder haben Höhe 1 und das Platz, also L-Left hat Höhe 2. Und dann entsprechend natürlich noch die entsprechenden Array-Lists, also da hier die Keys auf die Root-List und die bei Left genauso. Und hier suchten wir nach einem bestimmten Typ, ob der vorhanden ist. Man merke, dass ich hier, bevor wir diese beiden Tests ausführen, die Write.keys noch nicht auf die Write-List gesetzt habe, weil hier oben haben wir einmal 1232 und 1984 in der, also einmal in der Root und einmal in dem linken Kind. Aber momentan, zu dem Zeitpunkt, wo die Tests hier ausgeführt werden, hat das rechte Kind noch nicht diese Array-Liste, die hier steht. Die wird dann erst hier gesetzt, weswegen hier noch false zurückgegeben wird, weil wir suchen konkret nach einem Objekt in den Array-Listen des Typs Double. Den finden wir aber nicht, weil sowohl 1984 als auch 1232 sind nicht vom Typ Double. Aber wir finden natürlich Objekte vom Typ Number, weil jedes Integer ist auch eine Number, das heißt, die finden wir, also deswegen wird True zurückgegeben. Und nachdem wir das hier gesetzt haben, wird dann auch hier True zurückgegeben, weil eben die 42,42 jetzt nun auch im Baum
konkret im rechten Kind der Wurzel vorhanden ist. Hier haben wir noch einmal mehr oder weniger das gleiche, nur dass wir jetzt ein paar mehr Elemente haben. Also ich habe der Liste des linken Kindes habe ich noch die 1234 gegönnt und in der Liste des rechten Kindes ist zusätzlich noch die minus 333 als Double vorhanden. Der Rest bleibt eigentlich gleich. Hier setzen wir die entsprechenden Array-Listen, sodass die dann auch tatsächlich vorhanden sind. Und wir wollen ja jetzt überprüfen, ob tatsächlich alle Elemente in diesen Array-Listen zurückgegeben werden. Das heißt, wir haben hier ein assert array equals, in dem wir ein expected array und die Rückgabe von dem read all elements haben, was wir dann noch in ein Array umwandeln, also mit dem .toArray. Also hier wird ja eine Array-Liste zurückgegeben, die wandeln wir einfach in ein Array um, weil es halt diese Array-Equals-Methode gibt. Diese Expected-Liste haben wir entsprechend diese drei Listen, die wir dem Baum hinzugefügt haben, ebenfalls hinzugefügt. Das haben wir hier mit diesem AddAll gemacht. Und das überprüft dann, ob tatsächlich alle Elemente gefunden wurden, weil im Idealfall sollten genau die Elemente drin sein, die wir eigentlich auch hinzugefügt, also sollte die Methode genau die Elemente zurückgeben, die in dem Baum enthalten sind. Für das Inserten von Elementen haben wir, also der Teil ist im Prinzip wieder genau gleich. Und ich habe hier drei Elemente, die wir hinzufügen wollen. Also die habe ich einfach Uno, Dos und Tres genannt. Einmal ein Integer, ein String und ein Double. Den String sollten wir definitiv nicht einfügen. Also das sollte nicht möglich sein, den einzufügen, weil wir haben ja, die einzelnen Knoten sind ja vom Typ Number, Integer und Double. Und String ist weder eins von den dreien noch ein Subtyp davon. Das heißt, das sollten wir nicht einfügen können. Die anderen hingegen, das Integer, die Zahl, die sollte überall landen, wo wir Number oder Integer haben, aber nicht beim Double, weil ein Integer ist kein Double. Und das Double sollte überall vorhanden sein, wo wir entweder Number oder Double haben, weil jedes Double ist natürlich auch eine Number. Dann habe ich hier die Array-Liste, die wir übergeben sollen, einfach kurz vorbereitet, indem ich diese drei Elemente, die ich hier erstellt habe, die mir zugefügt habe. Anschließend habe ich die verschiedenen erwarteten Listen erstellt. Also nachdem das ausgeführt wurde, erwarten wir ja, dass sich die verschiedenen Array-Listen der Knoten verändert haben. Die habe ich hier kurz vorbereitet. Also ich habe erstmal natürlich alle, die da sowieso schon, bevor wir die Methode ausführen, drin sind, hinzugefügt. Also einfach die normalen Keys, also die 1232, die haben wir ja hier gesetzt. Und dasselbe für die verschiedenen anderen Knoten in der Wurzel. Sollte natürlich die 1 und die 3 drin sein, weil sowohl Integer als auch Double sind Subtypen von Number, weshalb diese da eingefügt werden können. In dem linken Kind erwarten wir, dass das Integer-Objekt mit eingefügt wurde, aber weder der String noch der Double. Im rechten Kind erwarten wir, dass das Double eingefügt wurde. Und im linken Kind des linken Kinds erwarten wir, dass die 111.000 und so weiter, dass die eingefügt wurde, aber sonst kein anderes Element da drin ist, weil wir ja, bevor wir das gemacht hatten, war die Array-Liste des L-Left noch nicht initialisiert. Also überprüfen wir, ob er das auch richtig gemacht hat, wenn noch keine Array-Liste vorhanden ist, die richtig zu initialisieren, damit er das Element da einfügen kann. Dann rufen wir die Methode auf und überprüfen anschließend, ob die erwarteten Listen den Listen der einzelnen Knoten genau entsprechen. Nun für die Transform-Methode haben wir wieder exakt das gleiche. Also bis hier, das kennen Sie schon. Anschließend habe ich noch ein paar Objekte vom Typ TreeNodeBinary erstellt.
Weil wir wollen ja den Tree-Node-Binary-Baum in einen Tree-Node-Binary-Level-Baum umwandeln. Auch hier habe ich die Zeiger entsprechend gesetzt, sodass daraus ein Baum entsteht. Und auch die Keys habe ich einfach also die entsprechenden Listen habe ich einfach von hier oben übernommen. Und nun habe ich die Methode aufgerufen und überprüft, ob die erwarteten Level richtig sind. Also hier wird ja die Referenz der Zeiger auf die neue Wurzel zurückgegeben. Die habe ich einfach New Old genannt, warum auch immer. Und hier die entsprechenden Einträge des neuen Baums mit den erwarteten Einträgen des TreeNodeBinaryLevelBaums, den wir hier erstellt hatten und den Sie auch aus den anderen Aufgaben bereits kennen, also dieses Baums verglichen. Und anschließend noch verglichen, ob die Keys ebenfalls gleich geblieben sind. Weil er soll ja die entsprechenden Array-Listen soll er ja genauso übernehmen.